Hey Leute, Pony hier. Ein weiteres Gameplay von mir. Ich werde wieder mal Supporter spielen, allerdings diesmal als Ahri. Werde hier Vayne auf der Botlane supporten. Ja, Ahri hat einen Taunt, also einen Verspotten, wodurch sie die Gegner aus sich zieht, was ganz cool ist. Ja, dummerweise ist es ein Normal Game. Ich teste es jetzt einfach mal, dachte, lasst euch mal dabei teilnehmen. Ja, dummerweise haben die Gegner hier eine Nidalee als Supporter, was natürlich nicht so geil jetzt für mich ist. Ich habe eher auf irgendwie, weiß auch nicht was, gehofft, was eben ja nicht so eine hohe Range natürlich hat. So, ich kaufe mir die typischen Supporter-Items und ja, will nicht von Anfang an hier sofort auf AP gehen. Ich habe bei meinen Meisterschaften schon, beziehungsweise bei meinen Runen habe ich hier AP drin. Bei meinen Meisterschaften habe ich hier so eher die Supporter-Dinge, also ein bisschen tanky und eben hier Magie, nicht Magie, wie heißt hier, diesen kleinen Keks und den 1-Minute-Ward. Nun denn, zusätzlich ist das Tolle hier an Ahri, dass sie mit dem Q-Spell 2-Damage macht, was natürlich ziemlich fies sein kann in den Fights. Ja, und natürlich das Verspotten. So. Das Verspotten ist ziemlich mächtig, da es eben den AD-Carry, den gegnerischen AD-Carry von meinem AD-Carry ablenken kann. Deshalb level ich den Spell auch direkt, also auf Level 1, hier mein E-Spell. Mein süßes Herzchen. Wir haben, um das nochmal kurz zu erwähnen, Teemo in der Mitte. Wird dort vermutlich auf Akali treffen. Auf der Toplane haben die Gegner einen Garen, während bei uns im Team der Renekton top ist. Im Jungle haben wir Nocturne, die Gegner einen Jarvan. Und wie bereits erwähnt, treffen wir hier auf der Botlane auf Nidalee, die einen Kog'Maw supportet. Und ich supporte eben hier die Vayne als Ahri. Oh, eine Falle. Nidalee hat ihren W-Spell zuerst gelevelt. Also diese Fallen. Das ist der Taunt von Ahri, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht ganz so einfach hier wie der von Shen oder der von Rammus, wo man einfach hier den Gegner treffen muss, weil der Taunt nur einen einzigen Gegner trifft. Oh, das war doch schon mal ganz gut. Haben wir schon mal gut Damage hier gedrückt. Oh, shit. 2 Damage. Nice one. Ihr seht, ich mache ordentlich Schaden, obwohl ich hier Supporter bin. Gegnerische AD-Carry ist schon tot. Ja, nice. Geiles Ding. Ja, beide auf der Lane jetzt mittlerweile tot. So. Und ich ja max meinen E-Spell auch zuerst. Also level den jetzt schon mal weiter aus, den W-Spell. Der ist auch ganz cool, aber für meine Zwecke jetzt gerade nicht so besonders gut. Einen Moment mal. Boah, sorry. Toll, mir fehlt jetzt noch ein bisschen Gold. Ich klaue hier ganz kurz einen Creep. So. Dass ich mir hier schon mal Stein der Weisen holen kann.
schon mal, ja, bisher super gelaufen für Vayne. Hat hier 2 Kills auf der Botlane geholt, oder? Hat Vayne beide bekommen? Vayne hat beide bekommen. Sehr schön. So. Jetzt leider keine Kohle mehr für Wards, aber ich habe noch den One-Minute-Ward und den pinken. Es ist nicht. Die kann natürlich auch Schaden verursachen. Oder hier irgendwie ganken. Okay, okay. Dann legen wir doch hier mal ein Ward hin. Ah ne, da hat sie gerade gewartet. Okay, sie hat einen pinken Ward noch. Dann lege ich meinen jetzt noch nicht. Weil sie dann meinen eben mit dem Ding klauen würde. Wuhu! Ach, Blade Bix. Hier, Frissmittel 2 Damage. Wuhuhu. Knapp. Sorry. Da habe ich den Kill bekommen. Oh, da war der gegnerische Jungler. Aber der AD-Carry hat gepennt. So, mein Passiv ist ab. Was bedeutet hier, ich bekomme Spellvamp beim nächsten Spell. Ist auch ganz geil. Ist natürlich eine fiese Combo hier. Vayne und Ding und Ahri, weil wir beide eben True Damage machen. Ich mit meinem Q-Spell, wenn er zurückfliegt, Vayne mit jedem dritten Hit. Da kann der Gegner eigentlich doch so tanky sein. Ah, schade. Das wäre sein Ende gewesen. Komm, Vayne, farm du mal. Au. Nein! Und er Sack hat seine Ulti. Ich sterbe! Nein, er stirbt. Haha! Schön, good job, Vayne. Flash musste ich verwenden, aber ja, ich würde mal sagen, worth it. Ich klaue mir jetzt ein paar Creeps oder ein paar Attacks, um eben hier ein bisschen wieder mich hochhealen zu können durch meinen Spellvamp. Oh, schade. Hat nicht mehr gereicht. Leider, leider. Oh, da kommt Ding. Da kommt Ding ins Kirchen. Das war, wer war denn das eben? Der Jungler. Das Tolle ist, mit meiner Ulti kann ich auch, dreimal hüpfen. Und jetzt ist vorbei. Jetzt konnte ich nicht mehr hüpfen. Schade. Bisschen zu overextended hier. Aber ja, läuft doch schon mal ganz cool eigentlich. So, ich nehme hier mal noch ein 2 Life Pots mit. Ich will mich ja nicht hier zu stark an den Creeps meines AD-Carries hochhealen.
Jawohl, Timo, Timo, gib hier. Leg einen Pilz. Nice one. So. Legen wir hier ein Board rein. Und dann legen wir noch hier ein Board rein, einen pinken. Nein! Oh mein Gott, ich hab den verkackt. Sorry, du stirbst. Ja, hätte ich den E getroffen, hätte sie es vermutlich überlebt. Aber ja, so hat es eben nicht überlebt. So, jetzt klaue ich mir hier doch mal ein paar Creeps. Zack. Huhuhu. Hardcore Damage. Nein. Im Ernst. Oh mein Gott. Schön. Schön gemacht. Von Nidalee. Das war... Ja, ich werde ein bisschen zu übermütig hier, muss ich ehrlich sagen. Sollte doch ein wenig mehr aufmerksamer hier spielen. Mache ich jetzt auch. Good job. Guck mal, ist schon... Gott, wie oft ist denn der schon gestorben? Okay, viermal. Das Tolle ist, ich bin jetzt zweimal gestorben, aber mein AD-Carry hat schon 5 Kills. Bei... einem oder zwei war ich jetzt vielleicht, ne, einem war ich nicht dabei, aber och, ich meine 5 Kills oder 4 Kills hier für den AD Carry in nein, schade, blöder Taunt. Kein Ding. War ich wieder zu übermütig? Ich glaube, es geht los. Oh ja, oh ja. Ich weiß, Jungs. Flamed mich ruhig. Ich verkacke gerade alle E's. Was ja natürlich gerade das Gute an Ari ist. Hier die E-Spells. Blöde ist natürlich, dass die Gegner hier eine ziemlich hohe Range haben. Also Kog'Maw mit seiner Ulti und natürlich Nidalee mit ihrem Q. Okay, sie geht zurück. Ich gehe jetzt auch erstmal zurück. Wir brauchen dringend hier Wards, um uns vor Jarvan abzusichern. Der kommt doch relativ oft ganken. Wir warten noch ganz kurz. Zack. Sieht's mit dem Farm aus? Vayne 83. Okay. Ja, okay, Kog'Maw hat doch relativ guten Farm. Obwohl, obwohl er so oft tot war eigentlich. Wundert mich doch ein bisschen. Haha, that's Killshot. Na okay, ich sag lieber nix.
Da war noch eine Falle drin. No wards. No wards. Fuck that shit. Fuck that longer. Ich weiß nicht, wieso sie mich so krass fokussen. Nein. Da habe ich ihn dummerweise wieder bekommen. Und habe hier sogar ein Double bekommen. Hm. Sorry. Aber gut gespielt. Komm, den killen wir. Der kann uns gar nichts. Wir machen hier 2 Damage. Okay, ich habe jetzt dummerweise nicht mehr viel Mana. Aber ich habe schon wieder ziemlich viel Kohle, da ich eben ja hier den Double gestealt habe. Und da ich so viel Kohle habe, gehe ich jetzt auch erstmal zurück und kriege hier noch einen Hit mit. Gefährlich, gefährlich. Ja, Nidalee hat auch schon mich einmal gekillt. Aber ist auch, ja, naja, gehen wir zurück. Wie gesagt, kaufen uns hier mal das Item. Entschuldigung, mit dem wir eben ja natürlich Wards kaufen können. Beziehungsweise Wards haben. So rum. Ach Gott, na. No. So, und dann gehen wir wieder Richtung Botlane, haben auch wieder unsere Ulti wieder. Was bedeutet, wir können wieder ein bisschen rumhüpfen. Können die Gegner wieder ein bisschen ärgern, ein bisschen verwirren. Warten aber noch ein bisschen, bis Vayne wieder mehr Leben hat. Oh yeah, that taunt. Schön gemacht, Jungs. Hier sind überall blöde Fallen von Niederlehmbusch. Und, oh, okay. Wollen wir Ding machen? Drache, Drache. Schön, wir machen Drache. Nein! Oh mein Gott. Vayne, wieso schläfst du? Oh nein. Huh. Musste ich flashen. Beziehungsweise bin ich geflasht. Hätte vielleicht gar nicht zwingend notwendig. Wäre vielleicht gar nicht zwingend notwendig, aber war doch ein bisschen arg riskant. Pass auf, da kommt Akali. So. Na, kauf schon. Wir warten noch ganz kurz. Pink Award. Jawoll. Ah, Akali. Nice. Good job. Ich glaube, bei uns ist jeder gefeedet. Sogar ich als Supporter. Ah ne, Renekton nicht. Help Top Knock. Help Top Knock. Genau.
Oh. Da hat Niederle hier noch einen Kill bekommen. Guck mal da, da ist glaube ich deren Blue ab. Nein! Bam! Sorry. Okay, da ist ein Pink. Pass auf. Jawohl. Dead Kite. Oh. Oh ja, oh ja. Mhm. Genau sowas meine ich. Okay, jetzt bin ich aber fast tot. Ich versuche mich mal hier ein bisschen an den Creeps hochzugehen. Hoffe, mein Team stirbt jetzt nicht. Das. Nein, jetzt habe ich gerade hier Spellvamp. Ah, naja, gehen wir zurück. Lauf, Knock, Lauf. So, wie gesagt, gehen wir zurück. Und wir kaufen uns. Was kaufen wir uns? Wir kaufen uns Fähigkeitsstärke. Schön viel AP. Und zwar, wo ist AP? What the fuck? Ah, hier. Ich bin blind. Kaufen uns natürlich noch einen Pinken Ward. Hier mal wieder Richtung Mitte, beziehungsweise gehen jetzt mal Richtung Mitte, weil ja, Bot ist ein bisschen hardcore, kann man nicht viel machen. Let's end. Oh Mann. Damn Last Hits. Ja, irgendeiner bei den Gegnern hat hier Oracle, glaube ich. Machen wir mal deren Pinken Ward wieder kaputt. Die hat ja auch meinen kaputt gemacht, die Sau. Ah, sie hat noch einen. Vielleicht will sie. Ah ja, da ist es schon. Good job. Nice Team. Richtig schön. Oh, geh weg. Geh weg. Ja, ja. Super. Bin ich noch geflasht, aber das war es vollkommen wert. Weil wir so zusätzlich noch Garen hier bekommen haben. Fast ein Ass. Man sieht, wir haben krass viel Damage. Oh. Ich habe kein Mana. Nein, er ist tot. Na, lieber zurück. Kein Mana. Pass auf, Renek. Renek. Renok, Renek. So.
die Gegner machen doch ganz schön viel magischen Schaden, darum kaufe ich mir hier Stab des Zeitalters, nicht Stab des Zeitalters, sorry. Hier, wie heißt's? Abyssil, also dieses Zepter hier. Abyssil oder so. Ah, da komme ich eh nicht dran. Ja, Drake ist ab. Passt auf, dort liegt ein Pignerbot. Ich habe leider gerade keinen Platz gehabt, um mir noch einen Pignern zu holen und auch nicht genügend Kohle, um mir Oracle zu holen. Verdammt, ich sehe gerade... ich sehe gerade, Timo hat das schon, das Item, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Das macht übrigens hier auch die Magieresistenz der Gegner in der Nähe runter. Darum, ja, ist es eben, also es ist eine einmalige Aura. Na? Oh, Akali. Oh, da kommt noch mehr. Careful, Timo. Da ist immer noch Akali. Hm. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt keinen pinken Ward hat. Ah, Jungs! Lasst mich nicht allein. Na, schade. Hätte ja sein können, dass ich Garen hier noch taunte. Aber, ja. Team hat den Kill geholt. Ist die Hauptsache. Lass mal hier pushen. Was ist denn da los, ey? Bevor wir das Game of Thrones ist zwar nur ein Normal Game, aber ja, man will doch trotzdem gewinnen. Nein. Kommt schon. Ich treffe wieder keine E's, wie man sieht. Oh, fuck. Das war haarscharf. Nein! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ah, oh Gott, wie blöd. Naja. Worth it. Wir verkaufen das wieder, weil, ja, wie gesagt, ist... Timo hat's schon. Ich kaufe mir dann doch lieber hier noch mehr AP. Werden wir dann hier gleich hier Wabadons holen. Damit werde ich dann ganz gut gewappnet sein. So, wir haben auch noch genug Kohle, um uns ein Oracle zu holen. Das machen wir auch gleich mal. Weil, ja, Oracle ist immer gut. Erstens für die Vision. Zweitens, weil die Gegner eben Akali haben, die in ihrem Schleier, das wie auch immer, eben unsichtbar ist. Okay. Wir haben einen Oracle und ja, rennen jetzt ein bisschen rum. Gucken hier ein bisschen überall die Büsche ab. Ob da sowas hier rumsteht. Nämlich gegnerische Wards. Und falls ja, ja, eliminieren wir diese. An solchen Stellen wie dem Drachen liegen meistens pinke Wards. So, man muss natürlich trotzdem aufpassen hier, dass man nicht mit dem
nicht zu krass facecheckt. Wow! Weil ja, sonst kommt sowas. Oh oh, ich bin tot. Okay. Vorderteam. Schade. Bisschen doof gelaufen hier. Hab die nicht alle irgendwie, von wo auch immer die kamen, kommen gesehen. Da flasht Akali weg. Jawohl, schön. Komm, killt diese blöde Akali. Jawohl. Ja, schön hier Mitte 2 gegen 3, obwohl der Inhib schon down ist. Aber ja, Team ist eh schon gefeedet. Oh 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 oh, jawohl. Das blöde Passiv, ey. Da müssten die echt langsam mal hier eine Cooldown drauf machen. Ich habe immer noch meine Oracle übrigens, deshalb gehe ich jetzt auch gleich mal zum Nächer. Wie gesagt, Drache, Nächer und an solchen Positionen wie hier, hier, da liegen eigentlich immer Wards. Okay, good job. Okay, ja, ist ein Normal Game. Vermutlich liegen deshalb nicht so viele Wards rum. Wie vielleicht jetzt in einem Ranked-Spiel. Ups, ich dachte, ich hätte was gesehen. Lass doch mal hier den Top Tower noch holen. Der hat gar nicht mehr allzu viel Leben. Nicht, okay, dann nicht. Ich push hier trotzdem schnell. Ich mache ihn schnell. Kriege ich auch alleine hin. Mit der Anzahl an Creeps. Scheiß auf Last Hits. Ist eh schon so gut wie gewonnen, hoffe ich mal. Obwohl, oh, was Kills angeht, hier haben wir ordentlich nachgelassen. Da haben wir ja, wie man so schön sagt, gut geswowt. Da war gerade Jarvan mit sehr wenig Leben. So. Jungs, was macht ihr? Ach Gott. Naja, ich mache hier auf jeden Fall mal den Top Tower. Müsste ich noch hinbekommen. Bevor Ciao. Ah, er kommt gar nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Dann lassen wir das Ganze lieber. Wir haben ihn aber schon mal ordentlich Schaden zugefügt. Ja, Solo-Play hier for the win. Ist natürlich hier, wie gesagt, ein Normal-Game. Hey. Du. Komm, mach den Inhib. Hier direkt Barrier anmacht. Schönes Ding. Also ich habe kein Mana. Wäre nicht so gut. Ah, okay. Teemo Solo-Nächer. Ja,
Wards natürlich nicht vergessen. Wow, der Trennig. Selten gesehen im Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber ist ja auch egal. Ich habe keinen Mana mehr. Geht's auch erstmal zurück. Das Tolle hier an dem Q von Ari ist, dass er, ja, wie gesagt, auf dem Rückweg macht er True Damage. Viele andere Champions wie Olaf, Irelia, Master Yi mittlerweile machen True Damage. Aber bei allen ist es eigentlich ein fester Wert, den sie eben an True Damage machen, also zufügen können. Bei Ari ist es eben hier wie bei den anderen AP-Spells auch eben abhängig von der von der Fähigkeitsstärke, die Ari besitzt. Finde ich ganz cool. Ist natürlich auch ja ziemlich mächtig, Timo. Jawohl, Fokus Tank hier. Okay, Nocturne hat schon die Toplane gemacht. Jetzt wollte ich eigentlich gerade hier die Toplane pushen. Oh, gar nicht gut. Ich sehe gerade, ich bin der letzte Überlebende. Die will's drauf anlegen. Will sie nicht, schade. Okay, Akali ist scheinbar AFK. Blöder Golem hier, bleibt bloß da. Wow, knapp, ja, fast daneben geschossen. Mein Kuh. Aber hat noch gerade so getroffen. So. Ja, Gegner haben keine Inhibs mehr. Und ich bekomme mittlerweile auch natürlich ein bisschen mehr Farm. Ich tue gerade meinen Status als Supporter hier ein wenig vernachlässigen, aber das ist eben eher gut im Early Game. Später ist man... Wow! Nein! Oh mein Gott. Fail. Epic Fail von mir hier. GG. Hoffe, hat euch gefallen. Habt gesehen, Ari als Supporter geht eigentlich gar nicht so schlecht. Hoffe, ihr werdet es vielleicht auch mal ein bisschen testen. Hab euch für Neues angeregt und... Ja, würde mich mal interessieren, was ihr von diesem Gameplay bzw. von Ari als Supporter haltet. Bis dann und auf Wiedersehen.